Schwabing Abendler. Wir sind bei HC in Kienzl. Neben mir steht der Herr Kienzl. Hallo. Hallo, grüße Sie. Und jetzt wollen wir euch ein Partykracher vorstellen. Zumindest werden wir nachher ein paar Infos geben. Ich hoffe, man sieht's. Und der Weißabgleich wird jetzt nicht durcheinander switchen, weil man sieht hier das Chamäleon. In dem Fall ein Spiel ab 10 Jahre, 15 Minuten und 3 bis 8 Spieler. Warum Partykracher? Also Partykracher deswegen, weil es sich besonders für junge Erwachsene oder ältere Jugendliche eignet. Es ist sehr kurzweilig, es ist sehr inspirierend und es macht einfach Spaß. Wie funktioniert es? Vielleicht, es ist auch schnell erklärt. Es ist relativ schnell erklärt, ganz kurze Spielanleitung. Wir haben 40 Themenkarten und mit unterschiedlichsten Themen aus dem täglichen Leben. Und wir haben Spielkarten, die verteilt werden unter den Mitspielern. Sie haben es gerade angesprochen, 3 bis 8 Spieler. Je größer die Gruppe, umso besser. Wir haben auch übrigens schon erste Tests gemacht. Wenn man 2 Spiele zusammenbringt, kann man auch mit 16 Personen, bis zu 16 Personen spielen. Und jeder normale Mitspieler, sage ich mal, bekommt eine Koordinatenkarte. Und eine Karte ist aber die Karte, du bist das Chamäleon. Und das Chamäleon ist sozusagen die Hauptperson und die soll unentdeckt bleiben. Und jetzt geht es praktisch darum, zu täuschen und zu tarnen und zu blöffen. Und mit Hilfe dieser Würfel wird auf der Koordinatenkarte eine Koordinate angezeigt oder erwürfelt. Und da sieht man dann an der Themenkarte, um welchen Begriff es geht. Und dann geht es einfach nur darum, dass jeder reihum ein Wort oder einen Kurzsatz zu diesem Thema sagt. Und dann wird ausdiskutiert, wer von uns könnte denn das Chamäleon sein. Und das Witzige ist ja, der Chamäleon-Spieler ist, der muss ja schnell überlegen und nicht sich zu lange Zeit lassen, weil sonst ist er ja verdächtig. Und das ist das. Und ich habe es übrigens auch schon zu dritt gespielt, da funktioniert es übrigens auch sehr gut. Also das nur als Info. Ja. Mit mehr Spieler, da brauche ich ein frisches Hemd. Also das ist echt witzig. Also und gerade der Spieler muss ja wirklich überlegen, schnell was passt, weil genau. Sonst hat er ein Problem. Also. Genau, man muss flexibel sein, es geht einfach darum, dass man sich gut tarnt und täuscht und dass man sozusagen den Kopf aus der Schlinge zieht. Und Genau, und es wird ja wie gesagt festgelegt dann, je nachdem, wenn man Verdacht hat, dass man dann mit dem Finger auf denjenigen zeigt. Und das ist natürlich Spaß ohne Ende und vielleicht ist gar nicht das Chamäleon, ist der Spieler dann. Also das kommt ja auch witzig an. Genau, also wir haben auch noch ein Goodie sozusagen. Es gibt noch eine Blankokarte, wo ich jetzt schon gehört habe, die kommt sehr gut an. Die ist im Spiel enthalten, ganz wichtig. Die ist im Spiel enthalten, es ist auch noch ein Stift dazu. Und ich habe jetzt gerade heute erfahren, besonders viel Spaß macht es, wenn man hier zum Beispiel 16 Familienmitglieder einträgt und dann praktisch dieses Thema Familie oder in der Schule wird es auch gern eingesetzt mit Lehrern und so weiter. Also das bietet ein zusätzliches Plus. Und zum Schluss, ausgezeichnet ist das Spiel ja auch schon. Hat ja schon Preis gewonnen. Also ursprünglich kommt das Spiel von dem kleinen englischen Spieleverleger Big Potato. Und die haben letztes Jahr mit dem Spiel den Preis für das Partyspiel des Jahres in Großbritannien gewonnen. Und wir haben jetzt den Exklusivvertrieb für Deutschland, Schweiz und Österreich übernommen. Und sind also sehr, sehr zufrieden mit dem Start. Genau, und jetzt denke ich, habt ihr genug Informationen. Wenn ihr eine lustige Runde seid, wenig Regeln, nur Spaß haben wollt und ihr spielt eher aus Spaß, so geht es uns zumindest, dann schaut es euch auf jeden Fall mal an. Herzlichen Dank. Okay, ich bedanke mich bei Ihnen. Ciao, ciao. Ciao.